Zurück zum DSJ4LP. Und wieso immer wieder die FPS einbricht, habe ich noch immer nicht herausgefunden. Mal schauen, ob es jetzt mal besser hält. So, dann starten wir mit der nächsten Chance. Mal sehen, welche es ist. Zakopane. Okay. Dann fangen wir mal an zu springen. Das kennt ihr ja schon aus der letzten Folge. Wir fangen mal ganz normal an zu springen. Ich erzähle so ein bisschen was. Und dann in der nächsten Folge werde ich ganz normal dazu kommentieren. Ja, es ist schon ein guter Sprung wieder mal zum Einspringen, weil so oft bin ich ja auch nie in Zakopane gesprungen. Ich habe keine Ahnung warum. Ich habe ja auf 60 FPS eingestellt, dass ich das aufnehmen soll, aber jetzt habe ich nur mal im Schnitt 40 während der Aufnahme. Das verstehe ich leider nicht ganz, warum das nicht so geht, wie ich will, aber man kann nichts machen. Ich hoffe, das ändert sich. Gott sei Dank ist nur die Qual, sonst wäre ich schon wieder extrem angefressen gewesen. Ja, heute Qualifikation schon im Planetzeit gewesen. Ja, Flüge bis 228 Meter in der Quali, ganz schön anzusehen. Und ja, jetzt schauen wir mal, was ich heute zusammenfliege und so. Es gibt auch weiterhin, bitte schreibe in die Kommentare, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, dass ich das in Zukunft dann auch beibehalten kann. Natürlich könnt ihr auch schreiben, was ich in dem LP machen soll. Weil ich nehme ja auf, dass es euch gefällt. Okay. Diese Lags sind einfach, keine Ahnung, warum das so ist, aber ich habe wirklich keine Ahnung, warum. So, letzter Springer. So, jetzt kommt der Bewerb beginnen. Angefangen von Martin Koch. Er hat ja Pech gehabt. Er hat den letzten Springern sogar zur Halbzeit geführt, aber dann leider, leider abgestürzt. Mal schauen, was er diesmal zusammenbracht. Guter Absprung. Und leider wieder hergefallen. Das ist wie verflucht bei ihm. Er fällt jedes Mal her. Mein Account fällt natürlich auch immer gern mal zurück im zweiten Durchgang. Mal schauen, was er im ersten zusammenbringt. Ja, das schaut schon mal ganz solide aus. Auf 91,5 Meter. So, Richard Freitag, er hat sich im letzten Springen vom letzten Platz auf den drittverletzten Platz vorgeschummelt. Ja, vorgeschummelt. Vorgesprungen. Das war jetzt ein schlechterer Sprung und ist auch gleich weit zurück. Er hat sogar Martin Koch noch Chancen, auf ihn aufzuholen. So, jetzt Dieter Pohl, mein LP-Partner. So, und der springt auch um Rang 2 mit. Gut, als nächstes Andy Kofler. Ich hoffe dann, dass es bei der Aufnahme nicht zu sehr der Audioton verschoben ist. Gut, das ist jetzt mal Rang 3. Und hat sich auch noch die Chance gewahrt, hier zu gewinnen. Oder im vorderen Feld mitzumischen, jetzt mal besser gesagt. So, Maximilian Mechler. Mittelmäßiger Absprung, mittelmäßige Weite. 89 Meter. So, Thomas Morgenstern, wird es langsam wieder spannend hier im ersten Durchgang. Absprung wieder mittelmäßig, aber der Sprung war nicht wirklich der beste. Nur Rang 5, da ist er weit hinten auch. So, Severin Freund. Jetzt nähern wir uns schon den Top 3. Okay, wir sind bei den Top 3. Und warum das hier so laggt, keine Ahnung. Und schöne Landung, gut gemacht. Ich werde wahrscheinlich das Anti-Aliasing dann wieder abschalten, weil es beim Spiel hier eh kaum Unterschied macht, oder nicht. So, dann haben wir noch zwei Leute oben. Andreas Wank zunächst. Schöner Sprung, stabil in der Luft und würde Platz 3, ja, Platz 5 sogar nur bedeuten. Um vorn reinzuspringen, ist eine extreme Dichte. Mal schauen, was Gregor Schlierenzer jetzt
noch zusammenbringt, ob er sich absetzen kann oder mittendrin ist. So, der Sprung, ja, eher im Mittelfeld, Rang 6, ist aber noch dabei. So, ich würde sagen, vom Platz 6 weg haben alle Chancen noch zu gewinnen. So, Martin Koch, der Pechvogel des ersten Durchgangs natürlich, er würde weit voraus sein mit 2-3 Punkten auf der Schanze, ist das ja schon weit. Ja, ja, das ist jetzt mal versöhnlich, hat sich jetzt mit der Schanze versöhnt und ist jetzt souverän gelandet. Und Richard Freitag muss auch erstmal 89 Meter springen. Ah, ja, 89 Meter. Springer Thomas Morgenstern. So. Wind sieht besser aus als wie beim anderen Springer. Mal schauen, ob er diesen ausnutzen kann. Ja, schaut nicht schlecht. Rang, ja, es ist gleiche Weite ungefähr, aber Rang 1 mal, weil er ja mehr Vorsprung gehabt hat aus dem ersten Durch. So, Severin Freund, er will natürlich viel mehr als wie nur den 7. Rang. Guter Absprung, schöne Höhe. Und das war mal ein guter Sprung, das bedeutet klar Rang 1. Und das muss Gregor Schlierenzauer erstmal schaffen. Er braucht 126 Punkte für diesen Sprung, um in Führung zu gehen. Und das schaut bei weitem nicht danach aus, er wird weit zurückfallen und fällt sogar her. Oh, das ist bitter. Hoffentlich hat er sich da nicht zu viel verletzt. So, Andreas Wank. Auch eher daneben abgetreten und auch nicht sehr weit. So, jetzt heißt es 2 Österreicher, 2 Deutsche. Anton passiert massive nicht. Das war ein guter Absprung, der ist hoch. Ja, das war ein super Sprung von Maximilian Mechter, auch um die 92 Meter. Und gute Noten, das bedeutet man mit 6 Punkte Vorsprung auf Rang 1. Das muss man auch erst nochmal abfangen. So, jetzt kommt Andreas Kofler. Der dritte war erst. Und das war ein guter Sprung. Der war sogar noch weiter, aber es geht sich nicht aus für die Führung. So, Dide Pohl. Schafft er es, auf das Podest zu kommen? Es wäre so wichtig für seine Moral. Nein. Nein, da weiß ich nicht. Nur Rang 4. So, und jetzt Alex Kraft 94. Schafft er einen Sieg? Schafft er einen Sieg? Er war nicht assoziiert, dass wir für diesen Spring. Schafft er den Sieg? Wir werden es gleich erfahren. Und er schafft... Nein! Wenn er herfallen, nicht herfallen würde, hätte er das geschafft. So fällt er auf Rang 5 zurück. So, dann schauen wir mal in die Gesamtwertung rein. Hat es... Gibt es eine deutsche Dreifachführung? Maximilian Mechler vor Severin Freund. Andreas Wank. Gregor Schlierenzauer. Andy Kofler. Thomas Morgenstern. Dide Pohl. Meine Wenigkeit. Alex 94. Richard Freitag. Und Martin Koch. Ich würde sagen, springen wir in der Aufnahme gleich noch die nächste Schanze. Es wird halt diesmal ein längerer Part werden. So, Bad Mitterndorf. Ich möchte aber schon Aufwind haben. Ich werde jetzt mal rummachen und wenn ich Aufwind habe, melde ich mich wieder zurück. Habe ich wieder Aufwind und wir gehen es gleich direkt an. Mit natürlich mit der Qualifikation. Mal schauen, was ich mit 2 Meter Aufwind so zusammenkünsteln kann. Auch wenn tangentiell direkt von vorne bläst. Ja, 200 Meter gleich mal, das ist ja schon mal recht passabel. So, Richard Freitag hat natürlich viel aufzuholen von den ersten 3 Springern. Turbulenter Wind, sehr turbulenter Wind eigentlich, muss man sagen. So, die Qualifikation, ja, ich habe gesagt, ich kommentiere nicht dazu, werde ich auch stehen zu. Und ja, ich habe jetzt extra mal geschaut, dass ich beim Schießling, weil ich es aufgeholt habe, dass ich ein paar weitere Sprünge zeigen kann. Und vielleicht ja sogar in diesem Let's Play meinen persönlichen Rekord verbessern kann. Das wäre natürlich was ganz Großartiges. Deswegen denke ich mir, ja,
Wieso nicht gleich mit 2 Meter Weg? So. Das war zu befürchten, dass ich über 210 Meter wieder mal herfallen werde. Wie so oft. 70% der Fälle falle ich über 210 Meter her. Und in 90% der Sprünge über 215. Ja, auf jeden Fall liegt mir persönlich Bad Mitterndorf besser als Planica, da ich einfach vom Schanztisch besser rauskomme. Ja, das war jetzt lokaler Rekord wieder mal. Nicht schlecht. Lokale Rekorde werdet ihr sicher noch am laufenden Band sehen. Aber mir wäre es wichtiger, persönliche Rekorde aufzustellen. Vielleicht werde ich einfach auch wieder, wenn ich die Daten vom alten Skispringen übernehme, kann auch sein, dass ich dann ja... dass ich dann keine lokalen Rekorde habe und gleich meine normalen Rekorde wieder drin habe. Also. So, und wieder mal ein neuer lokaler Rekord. Dass jetzt 3 Deutsche im Gesamtweltcup führen, ist nicht beabsichtigt. Es ist einfach nur Zufall. So. Ich weiß nicht warum, aber ich kann im Moment nicht länger als wie 30 Minuten am Stück aufnehmen. Das liegt daran, dass ich auch noch andere Dinge zu tun habe, für die Schule und so. So. Aber am Wochenende werde ich sicher mehr Aufnahmezeit haben. So, dann beginnen wir mal mit dem Springen. Martin Koch. Er ist bis jetzt in jedem Springen mindestens einmal gestürzt. Und hat so eine gute Ausgangssituation vergeben. Mal schauen, was er jetzt macht. Wird er wieder stürzen oder wird er einmal wieder stehen? Und diesmal steht er. Super Sprung. 210 Meter. Ganz toll. So, Richard Freitag. Er hat auch viel gut zu machen. Er ist weit unter seinen Erwartungen geschlagen worden. Guter Absprung. Etwas unruhig in der Luft, aber geht auch ungefähr so weit, aber nicht ganz so weit. Deswegen Rang 2. Aber doch nur 0,5 Punkte hinter ihm. Also auch recht gut. So, Alexkopf für 19. Auch schöner Absprung. Bis jetzt gute Luft war. Etwas zu steil vielleicht. Aber wow. Der war gar nicht so schlecht, nur leider gestürzt hat. Rang 3 bedeutet das. Und ungefähr ein Rückstand von 20 Punkten. So, Diederpol. Was kann er daraus machen? Aus diesen Bedingungen. Auch hoch. Und schon sogar weiter nochmal. Nochmal den neunten lokalen Rekord verbessert. Aber nur Rang 3 wegen der schlechten Landung. So, Thomas Morgenstern. Er war bis jetzt, glaube ich, in jedem Springen 5. Platz. Auch komisch. Aber es ist so. Wahrscheinlich wird er wieder 5. werden, wenn es so weiterläuft wie vorhin. Natürlich kann es auch gern besser sein. Aber diesmal fällt er her. Und es wird schwer, diese Position zu verteidigen. So, Andreas Kofler. Jetzt wird es schon langsam wieder an die Top 5 hinlaufen. Ja. Guter Sprung. Und auch um die 210 Meter, aber leider mit schlechterer Landung. So, jetzt kommt die Top 4. Gregor Schlierenzahn macht den Anfang. Und dann die Top 3 Deutschen. So. Absprung war okay, aber nicht der beste. Aber die Flugphase, die ist göttlich. Und deswegen wird er auch jetzt weit nach vorn gereicht auf Rang 3. So, Andreas Frank. Was macht er aus dem Sprung? Er will ja unbedingt den Gesamtweltcup gewinnen hier, in diesem LP. Aber dafür muss er eine ruhige Flugphase haben, hier jetzt. Aber er kommt auch zu den besten beiden hin. Das bedeutet Rang 5 mal, zwischenzeitlich. So, jetzt kommt Severin Freund. Er will natürlich auch unbedingt Erster sein und seinen Landsmann Maximilian Mechler vom Thron stürzen. Luftfahrt sieht auch wieder gut aus. Ja, der ist hoch. Und schöne Landung. Und das bedeutet Rang 3 im Zwischenklassement.
So, jetzt kommt noch einer. Und dann wissen wir das Pausenergebnis. Maximilian Mechler im Anlauf. Schöne Hocke. Er fixiert die Kante. Er verfehlt sie leicht. Etwas zu früh abgesprungen. Mal schauen, ob er das mit der Flugphase ausbessern kann. Nein, nicht so gut. Er hat mit den Nerven gewackelt und deswegen nur Rang 8. Ist aber noch in Position, um das eventuell aufzuholen. So, jetzt kommen gleich die zwei gestürzten Kandidaten. Thomas Morgenstern macht den Anfang für den zweiten Durchgang. Ob es ein fünfter Platz wird, ist zu bezweifeln. Mal sehen, ob er jetzt mal einen weiten Sprung setzen kann. Nein, sieht nicht danach aus, dass er weit über 200 Meter. Er geht überhaupt nicht über 200 Meter und setzt mal sicher auf 198 Meter. So, RxCraft 94 hat natürlich auch Aufholbedarf. Mal schauen, ob er diesen auch nutzt. Bedingungen wieder. Guter Absprung. Schöne Flugphase bisher. Naja, da wackelt er etwas. Naja, und wieder hergefahren. Leider. Zweimal mit Top-Weiten, aber leider nicht gestanden. So, Maximilian Mechler in der Anlaufspur. Der hat natürlich mit den Nerven geflattert im ersten Durchgang. Kann er das jetzt besser machen? Sieht nicht schlecht aus. Sieht nicht schlecht aus. Aber er kommt nicht an die 210 ran, was im vorigen Durchgang für die Top-Weiten war. So, jetzt an die Kurve. Er braucht 200 Meter, 2,5 Meter, um die Führung zu übernehmen. Komplett daneben getreten. Das lag leider an den Legs. Ach, und das ist nur letzter Platz. So, an die Wand in der Anlaufspur. So, gut. Sieht gut aus. Der Sprung sieht gut aus, ja. Und er geht an die 210 Meter und die 206 wieder gleich im ersten Durchgang. Und damit setzt er sich mal mit Abstand an die Spitze. So, Dieter Pohl. Kann er seinen Erfolgslauf weitersetzen? Er hat sich ja kontinuierlich im Weltcup verbessert. Mal sehen. Im Moment sieht es gut aus mit dem Sprung. Jetzt müsste nur noch eine schöne... Naja. War dann doch nicht so weit, wie er ausgesehen hat. Aber Rang 2 ist doch mal schön. So, Gregor Schlierenzahl, jetzt geht's schon wieder auf die Top 4 hin. Er war Vierter nach dem ersten Durchgang, mal schauen, was er zusammenbringt. Guter Sprung. Sehr guter Sprung! Er war auf 212,34 Meter und übernimmt damit die Führung. So, Severin Freund, das muss er natürlich jetzt auch machen. Schafft er das? Das ist die Frage. Das war nämlich lokaler Rekord. Mal schauen. Oh, weh. Und da stürzt er ab. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Da stürzt er jetzt ab. Leider, leider, leider. So, Richard Freitag. Er hat das im ersten Durchgang gezeigt, was er wirklich könnte. Gut, gut in der Luft. Schauen. Sehr gut in der Luft. Sehr gut. Und der war extremst weit auf 214,80 und übernimmt damit die Führung. Knapp. Und das freut ihn natürlich. Nur noch Martin Koch kann ihn vom Sieg abhalten. Er braucht aber auch 211 Meter, um dies hier nach Hause zu bringen. Gute Luftphase. Sieht auch extrem gut aus in der Luft. Ach, Schatz. Mit dem blöden Legs wieder hergefallen. Deswegen werde ich das Anti-Aliasing gleich mal ausschalten. Und wir verabschieden uns mal mit diesem Weltcup-Stand. Bis demnächst.